Ich habe mich hier einschulen lassen, weil ich mehr über Pokémon lernen wollte, aber jetzt bin ich total neugierig auf den naturwissenschaftlichen Zweig. Zeit für Süßes, ja! Unter einem großen Baum in Moldrit, der Stadt der Oliven, liegt das Epizentrum des jüngsten Zuckerrauschs, der Paldea erfasst hat. Denn hier sorgt die Konditorei Mucurosi jeden Tag für nahezu kilometerlange Schlangen. Inhaberin Rona hat den Familienbetrieb vor einiger Zeit übernommen und begeistert seitdem mit ihren individuellen Kreationen im Design von Käfer-Pokémon. Optisch wie geschmacklich bleiben keinerlei Wünsche offen. Mit Pokémon kenne ich mich prima aus, aber in Büffeln bin ich echt furchtbar mies. Hilfst du mir dabei, für die Prüfung zu lernen? Nein. Nein, immer noch nicht. Im Pauken macht mir so schnell niemand was vor. Aber bei Pokémon-Kämpfen habe ich den Bogen noch nicht ganz raus. Willst du mir helfen? Nee, mach das schon. Die Pachirisu helfen mir mit den Büchern, an die ich selbst nicht rankomme. Praktisch. Hier steht ein Magazin mit dem Titel Das Husu der Musik. Die Rap-Musikerin Etta ist bekannt als Rapperin mit Rhythmus in der Seele. Es heißt, der Flow ihrer Musik erwecke selbst Tote zum Leben. Obwohl 40 Jahre seit ihrem Debüt vergangen sind, hat sie nichts an Popularität eingebüßt. Oft thematisiert sie den Tod in ihrer Musik, was auf ihre Jugend zurückzuführen ist. Damals also verlor sie ihr treues Welpen-Pokémon und beschloss, ihrer Trauer mit Liedern Ausdruck zu verleihen. Daraufhin kehrte ihr Partner als Geister-Pokémon zu ihr zurück. Rapperin Etta war geboren. Warum heißt es bei Pokémon eigentlich auch Büffeln und nicht Taurus? Weil das sehr merkwürdig klingt. Ich komme aus einem kleinen Ort namens Azarilla. Ich bin es nicht gewohnt, so viele Menschen zu sehen, wie hier in der Akademie. Hier steht die Juli-Ausgabe des Magazins Okkult. Möchtest du daran lesen? Dieser Artikel klingt interessant. Okkult. Unerklärliche Phänomene Paldeas Akte Nummer 7. Maschine oder Pokémon. Das Mysterium von Eisenhals. Dieser gefährliche Flugkörper ähnelt Trikephalo und wurde an einem bestimmten Ort in Paldea gesichtet. Angeblich soll er ein Gebäude mit hochenergetischen Strahlen dem Erdboden gleichgemacht und in seiner Zerstörungswut sogleich das nächste Ziel angesteuert haben. Da Eisenhals die Brutalität eines Trikephalo mit der Gefühlskälte einer Maschine vereint, entstand die Theorie, dass es sich um die Verschmelzung der beiden handele. Sein Name wurde von einer Kreatur aus dem Popo-Buch abgeleitet. Oh. Geht es um das, was ich dabei habe? Was irgendwie voll niedlich ist? Hier steht die Oktoberausgabe des Magazins Okkult. Ja! Unerklärliche Phänomene Paldeas Akte Nummer 10. Ein Roboter oder eine uralte Zivilisation. Das Mysterium von Eisenbündel. Der Name Eisenbündel stammt von einem rätselhaften Lebewesen aus dem Popo-Buch. Was weiß ich. Es soll einem Botogel ähneln und sich über Schneefeldern fortbewegen, indem es aus einem kreisförmigen Apparat Unmengen an Eis ausstößt. Die einflussreichste Theorie über seine Herkunft wurde auf Grundlage alter Schriften aufgestellt. Diese berichten über eine antike Zivilisation, die Maschinen herstellte und nutzte, deren Beschreibung auf Eisenbündel zutrifft. Hier dient originellerweise die Eingangshalle auch als Bibliothek. Fette Bibliothek, die. Hier steht ein Buch mit dem Titel Die Abenteuer von Knabron. Jo. Die Abenteuer von Knabron. Das Feuerkind-Pokémon Knabron mochte klein sein, aber in seiner Brust schlug das Herz eines Helden. Deshalb stellte es sich eines Tages dem Fiesling Gengar, der andere ärgerte und ihnen Angst einjagte. Haja, zack, bumm, papp. Doch oh weh, plötzlich wickelt Gengar das kleine Knabron mit seiner langen Zunge ein. Jetzt steckt es in der Klemme. Da half kein Zappeln und kein Winden, bis Knabron auf einmal eine Stimme hörte. Dir eröffnen sich nun zwei verschiedene Wege.
Wähle eine der Rüstungen aus und verwandle dich, um Gengar zu besiegen. Und puff, plötzlich erschienen direkt vor Knabbern zwei mysteriöse Rüstungen. Fortsetzung. Ich will weiterlesen. Aber was können die Bilder da? Wollen die sich angucken? Nein. Ach, aber Büffeln, das klingt auch noch normal, weil es mannsgewohnt ist. Ja. Der Feinschmecker. In Marmoria City. Oh, die kennen wir. Eine Stadt in der Kanto-Region. Oh, die kennen wir auch. Entdeckten wir einen Snack für wahre Kenner. Hier ist der Marmoria-Cracker für zu Hause. Dank seines braunen, kantigen Äußeren könnte man ihn glatt für einen Felsen halten. Kein Wunder würde er doch von den Pokémon der hiesigen Arena inspiriert, die allesamt dem Typ Gestein angehören. Leider fand der felsige Happen aufgrund seines kargen Äußeren und faden Geschmacks nicht zu großer Beliebtheit. Frag nicht, Mikrofrei. Register der Ruhmeshallenorden. Ja! Hier sind die Schülerinnen und Schüler verzeichnet, die für ihre ruhmreichen Taten mit dem Ruhmeshallenorden der Akademie ausgezeichnet wurden. Mögen sie andere damit inspirieren, auf ihrem eigenen Weg zum Ruhm zu finden. Träger des Ruhmeshallenordens. Futurus. Doch so viele! Die Geschichte Galas. Oh, kennen wir auch. In der Bergstadt Passbeck wollten wir die Wandmalerei einer antiken Stätte untersuchen, doch sie wurde durch ein herumtobendes Patinaraya zerstört. Ein eigentlich tragischer Umstand, der sich jedoch als Glücksfall erwies. Hinter der Malerei kam nämlich die Statue zweier Pokémon zum Vorschein. Das eine trug ein Schwert, das andere ein Schild. Dieses Relikt war älter als alle bisherigen Funde und warf unser Verständnis von der Identität des legendären Helden völlig auf den Haufen. Über den Haufen. Die August-Ausgabe von Okkult. Ist doch alle auf Anhieb bestanden, klar. Unerklärlich Phänomene Paldeas Akte Nummer 8. Ein UFO, das die Menschheit beobachtet? Das Mysterium von Eisenfalter. Der Name Eisenfalter stammt von einem rätselhaften Lebewesen aus dem Popo-Buch. Dieser einem Flugkörper soll die Leute aus der Luft beobachten, ihnen folgen und sie manchmal sogar angreifen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens existieren Theorien, wonach es sich um ein UFO handele, das von Aliens gesteuert wird. Wirklich nutzen sie Eisenfalter, um die Menschheit zu überwachen und eine Invasion vorzubereiten. Ja, das kann sehr cool sein. Jetzt muss ich aber nehmen. Boah, den könnte ich jetzt nicht so mithalten. Hey. Menschen und Pokémon. Vor langer Zeit lebten Menschen und Pokémon in gegenseitiger Furcht. Doch einige Menschen hegten trotz allem Zuneigung zu den Pokémon und Erden, zählten sich ihnen an. So konnten beide Seiten schließlich ihre Angst überwinden und zu treuen Partnern werden. Ja, das haben wir in Pokémon Arceus gelernt. Kaum zu glauben, dass wir wirklich alle aus einem bestimmten Grund hier sind, um etwas zu lernen. Hä? Bin ich zum Lernen hier? Willst du den naturwissenschaftlichen oder eher den geisteswissenschaftlichen Zweig? Wenn dein Herz für Pokémon schlägt, ist der universelle Zweig vielleicht das Richtige für dich. Zu viele Zweige, zu viele Zweige. Ah, das ist aber runter. Hier steht ein Buch mit dem Titel So wirst auch du zum Champ. Oh ja, hau raus. Der Champ-Rang ist der Traum eines jeden Pokémon-Trainers. In ihm vereinen sich Talent und Wissen der Extraklasse. Jeder kann zum Champ werden, solange man die Prüfung der Pokémon-Liga besteht, sogar du. In der Paldea-Region können beliebig viele Trainer den Champ-Rang erreichen.
auch ungeachtet ihres Alters. Wichtig ist nur, dass sie über die nötige Stärke und Weisheit verfügen, um anderen Trainern ein Vorbild zu sein. Um das zu beweisen, gilt es, die Orden der 8 Arenen von Paldea zu sammeln, indem man ihre jeweiligen Arenaleiter besiegt. Wem das gelingt, der kann ruhigen Gewissens an den Toren der Pokémon-Liga anklopfen. Klopp, klopp. Hier steht ein Buch mit dem Titel Sonflora im Rampenlicht. Roladin, die Stadt der Kunst und Blumen, ist dem Sonnen-Pokémon Sonflora in tiefer Zuneigung verbunden. Dieses Pokémon ist bekannt für sein immerwährendes Lächeln sowie seine sonnenförmige Blüte. Seit jeher werden in der kunstliebenden Stadt Sonne und Natur verehrt und als Motiv für Werke herangezogen. Da Sonflora ein Sinnbild für beide dieser Elemente darstellt, entstand der Brauch, diese Pokémon zu versammeln und sich um sie zu kümmern. Weiß, wie man zum Champ wird? Einfach den Pokéball im richtigen Winkel werfen, habe ich von Hopp gelernt. Perfekt. Paldea und seine Feste. Oh, ich will auch Feste. In Moldred, einer für den Olivenanbau berühmten Stadt in Paldea, war das kuriose Olivenerntefest veranstaltet. Bei diesem Fest rollen Teilnehmende einen Ball in Form einer riesigen Olive in ein Ziel, um eine reiche Ernte zu erbitten. Denn die Tradition besagt, dass die kommende Olivenernte ebenso reichhaltiger ausfallen, je mehr Oliven ins Ziel befördert würden. Eine Teilnahme an den Festivitäten ist auch Touristen wärmstens zu empfehlen. Ja, ich wäre auch. Ja, die Juni-Ausgabe von Okkult. Unerklärliche Phänomene in Paldeas Akte Nummer 6. Ein Despotar aus einer Zeit, einige Milliarden Jahre in der Zukunft? Das Mysterium von Eisendorn. Ein rätselhaftes Lebenwesen namens Eisendorn wurde in einer bestimmten Höhle Paldeas gesichtet. Es hat auffallende Ähnlichkeit mit Despotar. Gibt sich im Allgemeinen aber sehr besonnen und scheut unnötige Kämpfe. Sein metallischer Panzer und seine hohe Intelligenz lassen einige vermuten, dass es sich um ein Despotar aus einer Zeit eine Milliarde Jahre in der Zukunft handelt. Sein Name stammt von einer Kreatur aus dem Popo-Buch, die eiserne Dornen besaß. Mikro, hast du auch schon alle Bücher hier gelesen? Auf dem Umwegen zu Kunst. Der Umweg für diesen Monat führt uns zu Sonflora am Wendepunkt, einem Werk des künstlerischen Naturtalents Colso. Ob es jemals einem Künstler gelungen ist, Sonflora mit so viel Melancholie, so viel Emi darzustellen? Gleichsam drückt diese Skulptur dank ihrer Formgebung eine Surrealität aus, die selbst das geübte Auge hinterfragen lässt, was Sonflora an diesen Wendepunkt geführt hat. Das Werk soll in Boladin ausgestellt werden. Bin ich irre? Vielleicht? Es sind einige Leser, bei denen ich den Titel interessiert. Bei Okkult. Sind das bei dir auch alles Roboter? Also, es klingt halt anders wie Roboter. Hier steht ein Buch mit dem Titel Pokémon fangen leicht gemacht. Ein Pokémon lässt sich leichter mit einem Pokéball fangen, wenn ihm zuvor Schaden zugefügt wurde. Ist es außerdem von einem Statusproblem betroffen, kann das die Chance auf einen erfolgreichen Fang zusätzlich erhöhen. Wie stark die Erfolgsquote erhöht wird, hängt vom jeweiligen Statusproblem ab. Schlafende und eingefrorene Pokémon lassen sich leichter fangen als solche, die unter Paralyse, Vergiftung oder Verbrennungen leiden. Jupp, okay. Schade. Der ist keins. Typen und Attacken 1. Pokémon gehören stets einem oder zwei Typen an. Insgesamt existieren 18 verschiedene solcher Typen, beispielsweise Pflanze, Feuer und Wasser. Setzt ein Pokémon eine Attacke ein, deren Typ sich mit einem Typ deckt, steigt ihre Stärke um 50%. Gehört das Pokémon zwei Typen an, kann es diesen Vorteil für Attacken beider Typen nutzen. Typen und Attacken 2.
Bei der Terra-Kristallisierung nimmt ein Pokémon einen Terra-Typ an. Dadurch steigt die Stärke von Attacken, die diesem Typ angehören. Das heißt, das Pokémon profitiert sowohl von seinem ursprünglichen Typen als auch dem Terra-Typ. Beispiel: Wenn das Elektro-Pokémon Pikachu den Terra-Typ Stahl annimmt, steigt die Stärke seiner Stahlattacken Eisenschweif. Gleichzeitig erhält aber auch die Elektroattacke Donnerblitz einen typenbedingten Stärkeschub. Hast du eigentlich schon von Team Star gehört? Sie haben hier vor einiger Zeit Unruhe gestiftet. Okkult ist ein echtes Käseblatt, mehr als Unfug steht da echt nicht dran. Ich muss voll gucken. Hier müsste doch eigentlich das Buch über Geheimgewürze stehen, aber wo? Andere Seite. Ich glaube oben irgendwo. Hymne der Traubenakademie. Wie die Traubenkerne in Nisalonas Grund in der warmen Sonne reift zur Perfektion, so stille Alma Mater mit weißer Tradition. Unseren Wissensdurst groß wie Paldeas Schlund. Unseren Wissensdurst groß wie Paldeas Schlund. Diese Kosenmaus, dem naturwissenschaftlichen Zweig, ist echt auf Zack und hat viel Ahnung von Technik. Ich habe gehört, dass sie vor kurzem erst an die Akademie zurückgekehrt ist. Wenn man laut aus einem Schulbuch vorliest, lernen Mund und Ohren gleich mit. Was? Dann habe ich ja direkt doppelt gelernt. Käfer-Pokémon sind stark gegen Pokémon von Typ Pflanze, weil Käfer-Pokémon Pflanzen fressen. Boah, also wenn ich lernen müsste, ne, dass Licht die ganze Zeit flackert, das würde mich so auf den Sack gehen. Also, nicht in der Bibliothek lernen. So, wir haben alle Bücher gelesen. Auf zum Direktor. Da bist du, Ehrenaira. Danke, dass du hergekommen bist. Gefällt es dir an der Traumakademie? Das okay. Oh, das freut mich ungemein zu hören. Du fragst dich vielleicht, warum wir uns nicht vorhin in der Mensa hätten unterhalten können. Doch es gibt einen bestimmten Grund, aus dem ich dich hergebeten habe. Ein Freund von mir hat etwas Wichtiges mit dir zu besprechen, musst du wissen. Was? Hä? Oh, er befindet sich nicht hier in diesem Raum. Moment, ich stelle eine Verbindung her. TV-Kontakt. Suspicious. Hallo Naira, es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Professor Futurus. Oh, der mit der, mit dem Abzeichen. Der einzige mit dem Abzeichen. Ich erforsche die Pokémon im Inneren des Schlunds von Paldea, oder wie es auch genannt wird, Zone 0. Aha. Darf ich da jetzt auch hin? Professor Futurus ist ein Absolvent der Akademie und ein hervorragender Forscher. Ich komme sofort zum Punkt. Naira, Artikel Nummer 805C393. Hey. Du trägst ein ungewöhnliches Pokémon namens Miraidon bei dir, nicht wahr? Nein. Lügen ist zwecklos. Du wurdest von diversen Überwachungskameras in Begleitung von Miraidon aufgezeichnet. Voll der Stalker. Oh, Verzeihung, das hier soll kein Verhör sein. Oh, warte, direkt nochmal. Oh, Verzeihung, das hier soll kein Verhör sein. Genau genommen möchte ich dich um etwas bitten. Ey, komm doch nicht einfach raus. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Was schön ist, dass es dir gut zu gehen scheint.
Einst befand sich Miraide in meiner Obhut, solltest du wissen. Tja, jetzt nicht mehr. Auch der Ball, den du da trägst, gehörte mir. Du hast ihn von einem jungen Mann namens Peppa erhalten, nicht wahr? Leider bin ich derzeit nicht in der Lage, mich um dieses Pokémon zu kümmern. Daher habe ich eine Bitte. Würdest du an meiner Stadt gut auf Miraidon achten, Naira? Okay. Ich danke dir. Das war's schon? Cool. Ciao. Im Augenblick ist Miraidon geschwächt und nicht imstande zu kämpfen. Er scheint zumindest seine Reitform annehmen zu können, die auf Fortbewegung spezialisiert ist. Aber es wird wohl eine Weile dauern, bis es all seine Kräfte wieder zurückgewinnt. Könntest du kurz den Smartboard Rotom rausholen? Dann gebe ich dir noch meine Kontaktdaten. Du wirst von nun an regelmäßig von mir hören, damit ich mich mit dem Stand der Dinge erkundigen kann. Ey, finde ich nicht gut. Voll der Stalker. Auf bald. Einfach nicht anrufen. Kommt dieses Pokémon etwa aus Zone 0? Wo soll ich das wissen? Uturus, soll das etwa heißen, du... Ja, bitte? Erzähl weiter. Ich hasse es, wenn Leute nicht weiterreden. Der Professor hat dir eine äußerst wichtige Aufgabe anvertraut. Natürlich wird die Akademie dich dabei nach Kräften unterstützen. Ich hoffe, dass du deinen Alltag in der Akademie gemeinsam mit Miraidon genießen wirst. Was ist das da für ein Zettel? Boah, der hat einen Laptop. Cool. Mitnehmen. Nichts darf ich mir angucken. Ach, Uturus, was geschieht nur in Zone 0? Ja, wer weiß. Wow, voll der Forschungstisch. Was ist denn hier los? Hallo, Entschuldigung für die Störung. Ach, hier bist du, Naira. Kaum kommst du hier an und schon wirst du zum Direktor zitiert. Was hast du nur angestellt? Ha, ich mach nur Spaß. Senior Jim hat mir aufgetragen, dass ich dir dein Zimmer zeigen soll. Boah, ich krieg mein eigenes Zimmer. Das ist dein ganz eigenes Reich hier in der Akademie, Naira. Am besten gehen wir gleich zusammen hin. Nee. Nee, ich war nicht fertig mit umgucken, du Sau. Ich darf nicht.